Schlecht, sagen Sie? Gallenstein? Was ist? Gallenstein. Gallenstein, Wallenstein. Ach so, ja, das kann auch sein. Sieh da, Tomaten-Theo. Bitte, was war das eben? Sieh da, Tomaten-Theo. Tomaten-Theo, Timotheus. Oh. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Allein der weite Weg entschuldigt euer Versäumnis. Oh, hey, entschuldigt euer Säumen. Ach, der war Schneider, hätte ich ja da die Hose. Naja, gut, Octavio, da steht ihr nun, ein entstaubtes Lamm. Ein entlaubter Stamm, Menschenskind, Sie Kunstbanause. Sagen Sie mal, Sie wollen Schauspieler werden? Ja, so ein richtiger, so ein was denn? So ein Geschaffter, so mit Ha. Sagen Sie mal, seit wann wollen Sie denn umsatteln? Umsatteln? Ja. Das ist für mich das Stichwort, umsatteln. Ein Pferd, ein Königreich für ein Stichwort, für ein Pferd. Deshalb wissen Sie auch, dass dieser Beruf sehr schwer ist? Ach, früh übt sich, was ein Meister werden will. Goethe. Ja, der hat es auch nicht leicht gehabt. Also bitte, ja, ich wollte damit nur gesagt haben, ja, dass zu diesem Beruf einige Fachgebiete gehören, die sehr schwer sind. Kenne ich das. Atemtechnik, Spracherziehung. Ja, kennen Sie. Kenn ich. Improvisieren. Kenne ich nicht. Wie war das letztes? Kennen Sie nicht? Nein. Sehen Sie, das ist das Erste, was ein Schauspieler können muss. Improvisieren. Ah ja, ich weiß schon. Ich weiß, das ist, wenn jemand gut aussehen will. Er will Eindruck schinden, er will improvisieren. Nein, das ist imponieren. Ach so. Improvisieren ist etwas ganz anderes. Wie ist denn improvisieren, passen Sie auf, das ist Text erfinden zu einer Szene. Ja? Verstehen Sie? Nein. Yeah, passen Sie auf. Erfinden, ja, zu einer Situation aus dem Stegreif. Aus dem Stegreif, ja, das Stegreif! Ist, ja, entschuldigung. Hey, Mensch, es geht ja furchtbar mit Ihnen. Passen Sie auf, ja? Also, das ist improvisieren. Ist ja? Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Szene improvisieren würden, ja? Ja! Nein, Moment, das geht nicht. Wir können ja nicht in der Hotelhalle hier. Ach, guck doch, kein Mensch. Nein, bitte, das geht nicht. Das geht. Meinen Sie? Ja. Also bitte schön, damit Sie es lernen, damit Sie wissen, was das ist. Los. Passen Sie auf, wir improvisieren jetzt eine Szene. Ich heiße Emil und Sie heißen Franz. Jawohl. Wie heißen Sie? Sie heißen jetzt Franz. Nein, da irren Sie sich. Ich heiße Wolf, aber schon lange. Ja, das weiß ich. Ab jetzt heißen Sie Franz. Ist klar. Jawohl, ja, ich heiße... Also bitte, was ich heiße Franz, klar, ab ja? heute, weil Sie es wollen. Ja, ja natürlich, Sie heißen Franz, ich heiße Emil Jawohl. Und ich habe eine Geliebte. Hoho! Ja, was sagt denn Ihre Frau dazu? Was, meine Frau? Sie sagt gar nichts. Die weiß das gar nicht. Herr Gott, wir wollen improvisieren hier. Natürlich. Bring mich vollkommen durcheinander. Sie sollen doch meine Geliebte nur annehmen. Oh ja, ist sie hübsch? Also bitte, jetzt seien Sie vernünftig, ja? Sie haben Anneliese kennengelernt. Ich habe, wen habe ich kennengelernt? Herrgott, Anneliese, meine Geliebte, haben Sie kennengelernt. Ach, die habe ich kennengelernt? Ja, natürlich. Wann habe ich die denn kennengelernt? Och, Menschenskind, ist doch vollkommen wurscht, gell? Wurscht? Von mir aus vorige Woche. Vorige Woche? Nein, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Vorige Woche war ich im Urlaub. Unmöglich. Wir wollen improvisieren. Ja, sagten Sie ja. Sie haben Anneliese kennengelernt und haben sie geküsst. Ja, wie oft? Einmal. Ach bitte, wenn schon dreimal. Also bitte schön, von mir aus auch dreimal, ja? Ordnung. Und nun komme ich zu Ihnen und fordere eine Erklärung. Steuererklärung. Quatsch, Steuererklärung. Eine Erklärung, Rache, Genugtuung. Ich bedrohe Sie. Ja, aber nicht hauen. Es muss ja nicht gleich in Schlägerei ausarten, ja? Gut. Also bitte passen Sie auf. Ich komme nun zu Ihnen, ja? Ja. Nicht? Wohin? Ich komme jetzt zu Ihnen in die Wohnung. Moment. Sie wissen ja noch gar nicht, wo ich wohne. Wir machen es doch hier in der Halle. Ach, ich wohne in Halle. Das wohne ich. Nein, hier in der Halle. Herrgott, nochmal, begreifen Sie doch endlich. Ich komme jetzt in die Wohnung, öffne die Tür, trete ein. Ja, passen Sie auf. Sie treten ein. Ah, mein lieber Franz. Gut, dass ich Sie antreffe. Darf ich mal unterbrechen? Bitte schön. Ja. Machen Sie doch bitte die Tür zu, es zieht so. Ist doch gar keine da. Ja, drum zieht's wohl so. Also bitte schön. Ah, mein lieber Franz, Sie haben meine Geliebte geküsst. Das ist nicht wahr. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, ich war vorher Woche im Urlaub. Gut, wunderbar improvisiert. Sie waren also mit meiner Anneliese in Urlaub. Nein, ich war mit Christa im Urlaub. Herrgott, wer ist denn nur wieder Christa? Meine Frau, mit der fahre ich immer in Urlaub. Also, mein lieber Rolf, so geht das nicht. Was ist denn nun los? Was suchen Sie denn? Ist jemand gekommen? Wieso denn? Da muss ja. Wer ist Rolf? Rolf? Aber lieber Freund, Sie sind Rolf. Ich bin Rolf, ich denke, ich bin Franz. Hey!
Von mir aus Franz Rolf. Mit Bindestrich. Quatsch, Bindestrich. Das ist cool. Mensch, Kind, passen Sie doch auf, improvisieren. Wenn ich jetzt zu Ihnen in die Wohnung komme und Sie beschimpfe, dann müssen Sie doch ganz anders reagieren, ja? Nicht? Sie müssen empört sein. Ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört, ja? Dreimal. Quatsch, dreimal, ist doch egal, wie viel. Nun drehen Sie den ganzen Spieß um. Sie leugnen alles ab. Alles. Sie kennen mich gar nicht. Kennen Sie nicht. Haben mich nie gesehen. Nie gesehen. Ich kenne Sie nicht. Nein. Ach, da brauche ich Ihnen auch die 100 Mark nicht. Nein, was? Nein. Das hat damit gar nichts zu tun. Sehen Sie mal, und nun drohen Sie mir, ja? Nun drohen Sie mir, Sie sagen alles meiner Frau und dann geht meine Ehe kaputt. Und ist dann, wahr? Ja, dann gucke ich ganz dumm aus meiner Wäsche. Ja, das glaube ich. So ist das. Ja. Und nun machen wir nochmal, ja? Nee, bleiben Sie gleich Wieso hier. Denn? Ich kann das Türklappen nicht vertragen. Na gut, also bitteschön, passen Sie auf, es geht los jetzt. Geht los. Jetzt aber die Szene, ja? Oh. Ha, mein lieber Franz, gut, dass ich Sie antreffe. Ja, oh. Weiter, los, reagieren. Ha, mein lieber Franz, gut, dass ich Sie antreffe. Ja, da sollte ich erwidern. Ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört. Oh Gott, nein, Mensch. Ach, mit Huh. Ja, hör's her. Ich bin empört. Ja, gut. Lieber Herr Peil, Sie alter Emil. Was? Das kann ich Ihnen sagen. Jetzt drehe ich den ganzen Bratspieß, Spieß. Den ganzen Spieß, den drehe ich um. Dann erzähle ich alles Ihrer Frau. Und dann ist meine Ehe, die ist kaputt. Und dann gucken Sie ganz dumm aus meiner Wäsche.